Stefan Luca, der Schauspieler, wieder Single sein. Auch wenn sich Schauspieler Stefan Luca, 48, in der Vergangenheit hin und wieder mit seinen Partnerinnen in der Öffentlichkeit zeigte, hält der 48-Jährige sein Privatleben normalerweise ziemlich unter Verschluss. Jetzt stehen Spekulationen im Raum, dass er und seine Freundin Lisa Trilsch sich getrennt haben sollen. Von sich selbst sagt der 48-Jährige: "Ich bin sicher nicht der beste Ratgeber, was Beziehungen angeht. Ich habe zwei Kinder von zwei Frauen, mit der einen war ich verheiratet." So der Schauspieler im bunten Interview vor seiner gescheiterten Ehe mit seiner großen Liebe Julia Jüngling, 45, mit der er eine Tochter, 13, hat, ging bereits seine frühere Beziehung, aus der seine ältere Tochter Emily, 24, hervorging, in die Brüche. Nun soll auch seine jüngste Liebschaft mit Zahnärztin Lisa Trilsch gescheitert sein. Stefan Luca äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten und umgeht die Frage zu seinem Beziehungsstatus mit folgendem Statement: "Ich möchte über mein Privatleben derzeit nicht sprechen." Dafür äußert sich aber seine Ex-Freundin Lisa ebenfalls gegenüber der Zeitung und bestätigt die Spekulation mit den Worten: "Ja, wir sind kein Paar mehr." Weiter ins Detail geht die gelernte Zahnärztin jedoch nicht. Für Lisa zog der 48-Jährige während der Pandemie sogar extra nach München. Genauere Trennungsgründe sind bislang nicht bekannt. Gegenüber der Goldenen Kamera berichtet der Schauspieler von seinen Töchtern, welche der Grund sind, warum er nach wie vor zwischen Hamburg und München pendelt. Seine jüngere Tochter wohnt im Norden und seine ältere im Süden. Der nächste Trip ist schon in Planung. Mit einem alten Auto planen die drei einen gemeinsamen Roadtrip durch Serbien und Kroatien. Verwendete Quellen: Bunte.de, Goldene Kamera.de.